RTL-Interview Schmidt nach aus bei Türkgücü. Negative Entwicklung kann ich so nicht stehen lassen. Am Dienstag trennte sich Türkgücü München nach 5 sieglosen Partien mit 3 Zählern Ausbeute von Trainer Alexander. Dabei ist der Aufsteiger mit 33 Punkten aus 23 Spielen auf Rang 7 der dritte Liga beim ausgerufenen Zielklassenerhalt eigentlich voll. Schmidt, der Türkgücü zu Saisonsbeginn von Rainer Maurer übernommen hatte, spricht im Transfermarkt-Interview über sein Aus, die Zeit in München und seine Transfermarkt. Herr Schmidt, Ihr Aus bei Türkgücü hat viele Fans überrascht. Gab es auch Rückmeldungen aus der Mannschaft? Alexander Schmidt, mir fällt jetzt auf Anhieb kein Spieler ein, der sich nicht gemeldet hat. Wirklich, ich verabschiede mich heute auch noch von der Mannschaft. Dieser extreme Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Trainerteam hat mir in der Zeit bei Türkgücü die meiste Kraft gegeben. Das war top. Mitarbeiter A. Schmidt, Alter, 52, Türkgücü München, alle Saisons, alle Wettbewerbe, Spiel 23 gewonnen, 8 unentschieden, 9 verloren, 6 Transfermarkt. Wie zufrieden sind Sie mit der erbrachten Leistung in dieser Saison? Schmidt, die Chemie und die Zusammenarbeit mit der Mannschaft waren hervorragend. Uns haben auch widrige Bedingungen zusammengeschweißt. Daher Hut ab vor der Mannschaft, wie sie da übergestanden hat und positiv geblieben. Als Mannschaft haben wir das gut weggesteckt. Es hat uns Kraft gegeben, dass wir alle im selben Boot gesessen haben und das Beste daraus gemacht haben. Wir haben Spieler wie Petar Sliskovic oder Sergio Nzara nochmals weiter. Auch die jungen Spieler oder René Vollard, der gezeigt hat, dass er einer der besten Torhüter Avardia, Ab und Co., die 20 wertvollsten Spieler der dritte Liga 16 Maxima Avardia, Türkgücü München, und Copy Imago Images Marktwert, 000 Euro 1:20:16. Felix Götze, 1. FC Kaiserslautern, und Copy Imago Images Marktwert, 500 000 Euro 2:20:16. Maurice Melon, SVW in Wiesbaden, und Copy Imago Images Marktwert, 500 000 Euro 3:20:16. Malik Tillmann, FC Bayern 2, und Copy Imago Images Marktwert, 500 000 Euro 4:20:16. Jonathan Meyer, Dynamo Dresden, und Copy Imago Images Marktwert, 500 000 Euro 5:20:15. Hitler Joajus, KFC Uerdingen, und Copy Imago Images Marktwert, 550 000 Euro 6:20:12. Marcel Risse, Viktoria Köln, und Copy Imago Images Marktwert, 600 000 Euro 7:20:12. Dennis Echert Ayensa, FC Ingolstadt, und Copy Imago Images Marktwert, 600 000 Euro 8:20:12. Lenny Borges, FC Bayern 2, und Copy Imago Images Marktwert, 600 000 Euro 9:20:11. Mark Stendera, FC Ingolstadt, und Copy Imago Images Marktwert, 700 000 Euro 10:20:10. Dimitri Oberlin, FC Bayern 2, und Copy Imago Images Marktwert, 800 000 Euro 11:20:09. Jean Zimmer, 1. FC Kaiserslautern, und Copy Imago Images Marktwert, 000 Euro 12:20:05. Nicolas Kühn, FC Bayern 2, und Copy Imago Images Marktwert, 1.000.000.000 Euro 13:20:05. Kevin Ehlers, Dynamo Dresden, und Copy Imago Images Marktwert, 1.000.000.000 Euro 14:20:05. Breitenreim B, FC Bayern 2, und Copy Imago Images Marktwert, 1.000.000.000 Euro 15:20:05. Saar Pretzing, FC Bayern 2, und Copy Imago Images Marktwert, 1.000.000.000 Euro 16:20:03. Vita Ab, FC Bayern 2, und Copy Imago Images Marktwert, 1.200.000 Euro 17:20:03. Remi Vita, FC Bayern 2, und Copy Imago Images Marktwert, 1.200.000 Euro 18:20:02. Angelo Stiller, FC Bayern 2, und Copy Imago Images Marktwert, 500.000 Euro 19:20:01. Thiago Dantis, FC Bayern 2, und Copy Imago Images Marktwert, 000.000 Euro 2020. Transfermarkt, war für Sie das Aus in den vergangenen Wochen zu irgendeinem Punkt absehbar? Schmidt, nein. Wir waren zuvor 7 Spieler ungeschlagen, haben 4 Sieger und 3. Und jetzt wird es so dargestellt, dass die letzten 5 Spiele nicht gewonnen wurden. Aber davon waren 3 unentschieden. In Kaiserslautern, gegen Bayern und Unterhaching. Wir haben also in dieser Saison kein einziges Derby verloren.
wenn uns das jemand vor der Saison gesagt hätte. Also für mich hat sich das aus daher nicht ab Türkgücü's Zielaufstieg in Schmidts Augen in dieser Saison einfach unrealistisch Transfermarkt. Türkgücü sprach von einer negativen sportlichen Entwicklung. Wie schätzen Sie die Situation ein? Schmidt, das kann ich so nicht. Natürlich haben wir jetzt 2 Spiele verloren. Gegen Mannheim hatten wir eine Vielzahl an Chancen, da hat die Mannschaft ja nicht. Wir haben ordentlich gespielt, aber die Chancen nicht verwertet. Gegen Wiesbaden war die erste Halbzeit nicht gut, aber die zweite war. Dann verschießen wir noch einen Elfmeter und bekommen 3 Minuten vor Schluss das. Das war eine blöde Situation. Aber man kann nicht sagen, wir hätten grottenschlecht gespielt. Natürlich hätte ich es mir anders gewünscht. Aber wenn ich davor 7-mal ungeschlagen bin, davon 4 Siege hole, spricht das eigentlich Community-Transfermarkt? Als Saisonziel wurde im Sommer von Geschäftsführer Max Kotny ausgegeben, nicht abzusteigen und sich in der Liga zu etablieren. Aktuell hat Türkgücü 12 Punkte Vorsprung vor einem Ab. Wie passt das mit der Entscheidung zusammen? Schmidt, das Ziel vom Verein war, in Liga anzukommen, optimalerweise auf einem einstelligen Tabellenplatz. Ich glaube aber, dass das Zielaufstieg in dieser Saison einfach unrealistisch. Die Infrastruktur ist nicht da und der Umbruch im Kader war zu groß, auch gerade im Winter. Dann fallen auch noch dummerweise mit Aaron Berzel, Kilian Fischer, Philipp Erhardt und Alexander Laukart 4 zentrale Mittelfeldspieler. Gerade mit Berzel, Erhardt und Fischer einfach Garanten für unsere erfolgreichen Spieltransfermarkt. Das Saisonziel wurde also während der Saison geändert und an sie herangetragen? Schmidt, mit. Aber ich glaube, das ist dann auch ein Kompliment für das gesamte Team, dass wir gut gearbeitet haben und überraschend in den vorderen Regionen waren. Wir hätten es natürlich mitgenommen, wenn wir ganz vorne reinkommen. In meinen Augen waren wir einfach noch nicht reif genug, damit wir ganz vorne angreifen können. So waren Dallas oder auch die Tore auf zu wenig Spieler wie Sliskovic. Den Rest hätte ich noch weiterentwickeln müssen. Schmidt löst Vertrag direkt auf und will Türkgücü ad acta legen. Fertig Transfermarkt. Im Winter wurde auf dem Transfermarkt von Türkgücü ja auch nochmal entsprechend nach Schmidt. Man kann aber nicht erwarten, dass Spieler im Winter kommen, die keine Spielpraxis haben oder aus einer Verletzung kommen, und dann sofort funktionieren. Das geht selten. Lukas Röser kam zum Beispiel aus Kaiserslautern. Er hat ganz sicher ein großes Potenzial, aber das geht halt nicht von heute auf. Ich hätte ihn, ähnlich wie Sliskovic, erstmal vom Kopf her aufbauen und ihm Vertrauen sowie Einsatzzeit geben müssen. Dann wird das auch was mit die wertvollsten Winterneuzugänge der dritte Liga. Anas Oahim, SV Sandhausen, FC Kaiserslautern, Marktwert 450.000 Euro und Copy Imago Image Sly 1/9 Keanu Staude, Würzburger Kickers zu 1860 München, Marktwert 450.000 Euro und Copy Imago Images ablösefrei 2/9 Simon Rhein, 1. FC Nürnberg zu Hansa Rostock, Marktwert 450.000 Euro und Copy Imago Images ablösefrei 3/9 Dominik Prokop, vereinslos zu Wien Wiesbaden, Marktwert 450.000 Euro und Copy Imago Images ablösefrei 4/9 Maxim Avardia, VfB Stuttgart zu Türkgücü München, Marktwert 500.000 Euro und Copy Imago Images Laie 5/9 Dennis Jastrowski, Hertha BSC zu Waldhof Mannheim, Marktwert 600.000 Euro und Copy Imago Images Laie 6/9 Felix Götze, FC Augsburg zum 1. FC Kaiserslautern, Marktwert 725.000 Euro und Copy Imago Images Laie 7/9 Dimitri Oberlin, FC Basel zum FC Bayern 2. Marktwert 800.000 Euro und Copy Imago Images ablösefrei 8/9 Jean Zimmer, Fortuna Düsseldorf zum FC Kaiserslautern, Marktwert 900.000 Euro und Copy Imago Images Laie 9/9 Transfermarkt. Anders als manch einer ihrer Kollegen haben sie sich mit Türkgücü direkt auf eine Vertragsauflösung. Wollten sie bewusst einen klaren Schnitt machen? Schmidt, das war mir wichtig. Ich brauche keine ich bin bereit für eine neue Aufgabe. Ich hatte jetzt keine negative Erfahrung, weil es im Team gut lief. Wir waren gut in der Spur und nicht in Abstiegsgefahr. Wir waren relativ erfolgreich. Daher schaue ich positiv nach vorne und bin bereit für etwas Neues. Türkgücü ad acta legen, Transfermarkt, nachdem sie bereits mehrere Jahre in Österreich gearbeitet haben, dort sogar in der Bundesliga tätig waren, entschieden sie sich im vergangenen Sommer für die Rückkehr. Wo sehen sie jetzt ihre Zukunft? Schmidt, ich bin da komplett offen.
Ich habe mich auch in Österreich sehr wohl gefühlt. Das hat Spaß, aber natürlich war die dritte Liga mit den Traditionsvereinen schon ein Highlight. Es ist natürlich schade, dass keine Zuschauer. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann wieder. Ich bin auf jeden Fall offen für etwas Neues. Interview. Bin